Draußen wütet Sturm Sabine. Hey Leute, ihr seid bei JBCars TV. Es ist momentan 1.35 Uhr an diesem Dienstag. Und ich dachte, hey, mach doch diese Challenge, die du die ganze Zeit machen wolltest. 24 Stunden in einem Auto zu sitzen. Ich bin bescheuert. Andere Leute sind produktiv. Andere Leute gehen arbeiten oder haben ein großes Hobby. Ich sitze in einem toten Auto, bei dem der Motor geplatzt war. Aber ich möchte nicht nur sagen, hey, guck mal, ich habe 24 Stunden in einem Auto verbracht. Ich möchte das zu einer echten Challenge machen. Wenn ich es nicht schaffe, 24 Stunden am Stück in diesem Auto sitzen zu bleiben, ohne rauszugehen, dann lösche ich ein Video von meinem Kanal. Ich wollte nicht, dass es leicht ist für mich. Deswegen habe ich nur diese Tüte hier, Beetle-Tüte, an Zeug dabei. Da sind verschiedenste Sachen drin, größtenteils Essen und Trinken, aber auch ein paar andere Sachen, mit denen ich meine Freizeit verbringen kann, denn ich habe keinen Charger, um mein Handy aufzuladen. Ich habe keinen Computer dabei, wo ich irgendwas schneiden könnte oder YouTube-Videos angucken könnte. Ich habe nur meinen begrenzten, sehr schnell leer werdenden Akku und ein Buch. Ich glaube zumindest, dass ich es dabei hatte. Dann schauen wir mal, was ich dabei habe in dieser Tüte. Studentenfutter. Apfel, noch mehr Äpfel, noch mehr Äpfel. Stifte, Papier. Ich glaube, eins von den Papieren ist ein ausgedrucktes Bild von einem E36 M3 GT. Sonnenblumenkerne, zwei Packungen, um genau zu sein. Schokobrötchen zum Frühstück. Erdnussriegel für Energie, Dextro Energy, Schokolade natürlich. Ah ja, hier ist das Buch. Schmitz Häuschen. Ich bin ein Riesenfan von Schmitz. Und das ist wahrscheinlich das eine von seinen drei Büchern, das ich nicht 100% auswendig kann. Also lese ich mir das dann nochmal durch. Und dann zu trinken. Ein Multi, zweites Multi und ein Mezzomix Zero. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich eine leere Flasche dabei habe. Oh, ich weiß wieso. Was reinkommt, geht auch wieder raus. Okay, das ist meine Pinkelflasche. Okay. Deo, ein paar Trauben. Was ich auch noch habe, ist, ich habe mein Schlafzeug mitgenommen, Kissen und Decke, denn ich habe zwar im Wetterbericht geschaut, es gibt keine Minusgrade heute Nacht, aber es wird trotzdem kalt. Naja, und wie schaut es mit dem Platz aus, den ich habe? Nun, es ist mein Auto, also bin ich hier auch sehr bequem. Ich weiß ganz genau, wie ich meinen Sitz umklappen kann. Kann ich, glaube ich, Moment. Nun, soweit kann ich meinen Sitz umklappen. Ich glaube, das ist eine bequeme Liegeposition. Es ist schon ziemlich langweilig. Ich habe gerade was gemerkt. Ich habe diese Challenge ja um 1.35 Uhr angefangen und ich hatte vorher nichts zum Mittag und ich habe jetzt unglaublich Hunger, aber ich möchte nicht meine Snackvorräte anfassen. Vielleicht kann ich was machen. Ich rufe mal kurz einen Papa an. Ja, Jochen? Hi Papa, ich habe vergessen, was Mittag zu essen. Und? Und ich hatte gedacht, vielleicht kann jemand von euch vom McDonald's oder sowas mitbringen. Nö, ja, musst du halt selber was machen, Jay. Naja, mit dem Zeug, was ich hier im Auto habe. Ach, du sitzt schon im Auto, oder was? Ja, ja. So, ja, da hast du jetzt Pech gehabt. Du musst jetzt 24 Stunden hungern. Vielleicht ist Mama ja netter und bringt mir was mit. Ja, genau. Alles klar. Okay. Bis nachher. Ciao. Ciao. Ich glaube, ein jeder findet, dass ich das absolut bescheuert bin mit dieser Challenge. Ich kann es Ihnen nicht übel nehmen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal anfangen, das Buch zu lesen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich, bis die Sonne untergeht, das Buch durchgelesen habe. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, war es vielleicht nicht die schlauste Idee, im Februar diese Challenge zu machen. Es sind noch nicht mal zwei Stunden vorbei und meine Hände werden schon ein bisschen kalt. Also geben wir ihnen was zu tun. Ich werde das Bild hier abpausen auf ein Blankopapier.
Oh! Mama ist gerade nach Hause gekommen. Was machst du denn da? Tachchen, ich sitz im Auto. Ja, das sehe ich. Also, soll ich dir nachher eine Mütze und Handschuhe und... Ach, ich hab ein Kissen. Schlafsack? Ich hab ein Kissen. Ich hätte einen Hunger. Einen Hunger? Mein Gott. Dann viel Spaß. Ja, werde ich haben. Danke. Mist aber auch. Ich dachte, jetzt kriege ich vielleicht was zu essen. Maus trinken. Nicht zu viel trinken. Ich möchte, wenn es geht, vermeiden, dass ich im Auto aufs Klo muss. Prost! Ich habe auf YouTube ein bisschen anderen Leuten zugeschaut, wie sie 24 Stunden im Auto verbracht haben. Meine Güte! Wieso ist ein jeder YouTuber, der sowas macht, total over the top crazy? Was bringst du mir mit? Was willst du denn haben? McChicken Classic, ein Wrap und ein Double Cheeseburger. Du willst drei Sachen, bist du irre? Es ist Nachmittag. Okay. Danke. Hihi, jetzt kriegen wir was zu essen. Da kommt mein Essen. Der Essenslieferdienst. Yay, danke schön. Moment, jetzt ist der Rest für dich. Ah, danke schön, bis zum Schatz. Jetzt bin ich gestärkt und satt. Und da ich sowieso jetzt die ganze Zeit nur das mache, was ihr schon gesehen habt, wahrscheinlich. Zeit für eine Montage! Also Leute, wie ihr seht, hinter mir ist kein Bild mehr. Das liegt daran, dass die Scheibe mittlerweile so feucht ist, dass es das Papier sonst aufbricht. Wir gehen jetzt an die 4-Stunden-Marke erst. Ich saß jetzt hier drin seit 13.35 Uhr. Und jetzt ist es 17.35 Uhr. Man denkt, ja, 24 Stunden ist ja nicht lange. Ist ja nur ein Tag. Aber wenn man mal nichts, und ich meine absolut nichts zu tun hat, sondern einfach nur hier rumsitzt und nicht die Möglichkeit hat, irgendwas zu machen, dann merkt man erstmal, wie langsam die Zeit eigentlich mal laufen kann. 24 Stunden ist eine lange Zeit, wenn man sie richtig verwendet. Und das habe ich erst nach 4 Stunden gelernt, Leute. Was meint ihr, wie sehr es ist, wenn ich morgen aufwache? Für jeden, der so eine 24-Stunden-Challenge in irgendeiner Weise machen möchte, der muss sich echt mental darauf vorbereiten. Weil ansonsten kriegst du das nicht hin. Aber ich bleib stark. Denn erstens, mich interessiert es selber, wie weit ich an meine Grenzen gehen kann. Zweitens, ich möchte kein Video von meinem Kanal löschen. Und wenn ich müsste, dann wäre es trotzdem eine relativ harte Entscheidung, denn jedes Video hat was an sich. Schreibt mir doch in die Kommentare, welches Video, wenn ihr müsstet, aus den, sagen wir mal, Top 10 der beliebtesten Videos, welches ihr löschen würdet. Bin sehr gespannt auf das, was ihr da sagt. Es ist schon dunkel. Meine Güte, 17.35 Uhr und die Sonne geht schon unter. Ich sehe gerade nicht, ob es ein schöner Sonnenuntergang wird, aber vielleicht kann man das Auto ja ein bisschen vorrollen. Ich werde mal schauen.
geht tatsächlich. Hat funktioniert. So, und jetzt haben wir ein bisschen eine Sicht auf den Sonnenuntergang. Oh, ich glaube, der Papa hat was für mich. Hätte ich einen warmen Tee für dich. Oh, danke. Bitteschön. Ich habe noch keine. Oh. Welcher ist oben drum? Tasse dafür. Ja. Wieso stehst du weiter vorne? Ich wollte den Sonnenuntergang angucken. Schön, dann kannst du wieder hinterfahren. Ich muss hier raus. Wie, du musst raus? Mit dem Remy. Ach, super. na gut, da der Motor nicht funktioniert, musst du mich wohl hinterschieben. Stimmt. Da bin ich ja gespannt drauf. Hui. Yay, wir stehen wieder genau da, wo wir vorher waren. Super gemacht! Oh, noch ein bisschen warm. Ja, aber zumindest kann ich jetzt so endlich meine Hände ein bisschen wärmen. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte mal was dabei. Ich habe mal einen Schlafsack. Das ist mehr als eine Taschenlampe. Und eine Mütze. Eine Mütze? Ja, so Flackerlicht für romantische Stunden. Welche romantische? Ich bin doch hier alleine im Auto. Ja, und dann hätte ich da noch eine Taschenlampe. Oh, ja. Danke. So. Ich mach's mir dann mal romantisch. Jo. Ja. Mit kalten Fingern. Jo, danke. Ja, dann. Oh, der Sternenhimmel ist gerade schön auf Kamera. Ich bin nicht der Sternenhimmel. Oh, aber vielleicht bist du mein Stern. So, ich habe es mir ein bisschen romantisch gemacht. Ich habe 3 kleine Flackerkerzen. Naja, und mein Innenraumlicht. Mama hat mir diesen Schlafsack gebracht. Ich muss jetzt anscheinend probieren, irgendwie mich aufzurappeln, den Schlafsack unter mich zu bringen und dann mich draufzusetzen. Also es könnte sehr spaßig werden. Wo ist hier die Öffnung? Okay, du bist die Öffnung. Dann bist du das Ende. Du musst run. So, bui. Okay, jetzt wird's lustig. Soll ich da reinkrabbeln oder soll ich? Ein Fuß. Zweiter Fuß. Nailed it. Der Tee war gut. Dann nehme ich doch glatt noch einen. Noch eine Tasse. Weil jetzt mit dem Schlafsack, da interessiert es mich dann weniger, ob ich aufs Klo muss oder nicht. Weil es dann ja noch weniger gesehen wird. Da sieht man mal, wie kalt es hier drin ist. Naja. Was wird's haben? Vielleicht ungefähr 0 Grad. So, ich werde schon hoffentlich drauf sein. Und die Audioqualität wird wahrscheinlich gerade in den Keller gegangen sein, weil ich zur GoPro wechseln musste. Akku meiner großen Kamera ist mittlerweile leer. Naja, auf jeden Fall, es ist jetzt, wie spät ist es denn? 7.17 Uhr, das heißt, wir sind bei 5,5 Stunden. Nur, würde man sagen.
Es wäre theoretisch Zeit für was zu essen. Dabei hätte ich Kerne und vielleicht ein paar Trauben zum Essen. Weil ich glaube, ja, das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe. Die Nachtphase ist immer die Phase, wo bei den ganzen YouTubern immer irgendwas Furchteinflößendes passiert. Irgendein Geräusch draußen oder irgendwas anderes. Meistens glaube ich, dass das nur gefaked ist. Ich sitze halt hier rum, mach gar nichts. Das ist aktuell mein Leben.